Achso, ich glaube gar nicht mal, dass das, das Kraftwerk dafür reicht. Nope, minus 25. Also. Musst du leider weg. 30, das heißt, du brauchst 65 Strom. Hm? Das ist eine ganz schön teure Falle. Aber gut, das klappt soweit. So, von hier aus können wir uns nach oben graben. Die Goblins erstmal um ihre Einrichtung ärmer machen. Die brauchen sie eh nicht mehr. Und ja, von hier aus können wir uns in die anderen Richtungen weitergraben. Und ich finde, das hier ist sogar ein ziemlich guter Ort für eine vorgelegte Basis. So, wo habe ich mich jetzt reingegraben? Ja. In einen untoten Hort. Und ich habe viel zu viele Forschungspunkte. So. Mal sehen, ob das Viehzeug runterkommt oder ob meine Krieger nach oben gehen. Und ich würde gern wissen, was bei mir jetzt gerade für solche Frame Drops sorgt. Es läuft doch nichts im Hintergrund. Eigentlich müsste da nichts laufen. Ha. Schon ulkig. So, Betten. Drakonisches Bett. Großes Bett im drakonischen Stil. Wisst ihr was? Warum nicht? So. Währenddessen verlagere ich schon mal unsere Betten nach hier unten. So. Und eigentlich sollte ich auf den drakonischen Betten die Bergarbeiter schlafen lassen. Und die Militärzwerge. So. Dann brauche ich nur noch einen Tisch. Was gibt es denn so Schönes an Tischen zur Auswahl? Ich könnte einen großen Marmortisch hier oben bauen. Großer Marmortisch. Jo. Und den nach da unten verschieben. So. Dann brauche ich jetzt hier unten nur noch das tolle Fähnchen. Dass meine Militäreinheiten hier runter marschieren sollen. Und noch so ein Bett und gut. So. Die beiden kann ich auch noch nach da unten verschieben.
Gut. Mein einer Fernkämpfer ist schon mal dort. Warum fühlt ihr euch nicht angesprochen? Ich finde das echt komisch. Dass sich die nicht angesprochen fühlen zum Kämpfen. Nur jetzt, wenn ich sie in die Nähe der Gegner buxiere. So. Gut, aktiviert mal die Tafel. Listen. Auf dieser Tafel steht, eine Gruppe Forscher diskutierte darüber, was den Forschungsleiter zu diesem, antrieb. Einer von ihnen wusste, dass der Forschungsleiter einer Wette mit Magikus eingegangen war. Ah, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Wie wir alle wissen, fühlt sich Magikus von der schieren Brillanz des Forschungsleiters bedroht. Er wettete mit ihm, dass er es nicht schaffen würde, die Toten zurückzuholen oder so, um jedermanns Vertrauen in ihm zu mindern. Aber natürlich schaffte er es doch, die Toten wieder zum Leben zu erwecken. Ist jetzt die super Frage, haben wir den Forschungsleiter in unserer Basis in der letzten Mission gehabt oder haben wir den Magikus in unserer letzten Mission in der Basis gehabt? Das ist jetzt hier die gute Frage. Ja, wir graben jetzt darüber. Haben wir hier weiter oben eigentlich noch Räume, die wir auskundschaften müssten? Sieht nicht so danach aus. Ganz ehrlich, ich mache hier mal sicherheitshalber einen Save. Nicht, dass mir nachher das Spiel abschmiert und ich wieder alles nochmal neu machen müsste. Das wäre ärgerlich. Ja, meine hängen in der Wand fest. Und wir haben die nächste Gruft entdeckt, aber diesmal mit einem Runenkristall. Ja, man merkt, die Dinger werden schon mal ein bisschen besser bewacht. Aber hey, das bringt uns schon mal die nötigen Gegner, die wir töten müssen. Darf ich die Leiter bitte aufheben? Nicht den Stein, die Leiter. So. So. Wobei ich nicht weiß, wofür ich mir die Mühe mache, wenn sowieso mein ganzes Militär rumspackt. Anstatt, dass ich es hier einfach reinporte und auf den Gegner loslasse. In die Richtung graben? So, ein Runenstein. Lass uns mal sehen, wie schalten wir das jetzt aus? Ah, das war's. Er ist aus. Das war überraschend einfach. Jetzt müssen wir nur noch 4 weitere finden, dann hat dieser Albtraum ein Ende. Jo, hoffentlich. So, das heißt alle hier rüber. Jetzt wird in die Richtung gegraben. Und zeitgleich können wir auch in die Richtung graben. Ach, das ist nur ein Goblin.
wenn der auf die grandiose Idee kommt, sich rauszuporten, beziehungsweise wenn wir ihm einfach eine Treppe hinstellen. Dürfte sich das Problem von selbst erledigen. So, Turmalin nehme ich gerne mit. So kommen wir nämlich auch in den Raum da drüben rein. So, gucken wir nochmal nach oben. Ja, hier drüben sind halt noch viele Räume. Was zur Hölle? Warum liegt da eine Armbrust im Nichts? Egal, was da hinten rumspackt, das ist creepy. So, das dürfte jetzt noch eine Gruft sein eigentlich. Ja, ist es auch. Mal sehen, ob das Militär sich ein bisschen ins Zeug nimmt. Ja, das kriegen sie hin. Vielleicht hat sich die Wegfindung von denen jetzt gebessert. Scheinbar ja. Auf dieser Tafel steht, irgendwas stimmt hier nicht. Es erscheinen einfach immer mehr Skelette. Solche Menschen schaffen sollte unmöglich sein. Woher kommt die Energie? Ich gelange immer fester zu der Überzeugung, dass das, was mich der Forschungsleiter nicht sehen lassen wollte, der Schlüssel zu dieser Frage ist. Jo. Okay. Dann hier eins nach unten, bitte. In den nächsten Raum. Und zur nächsten Tafel. Ja, raus mit dir. Und ich weiß schon gar nicht, was ich mit den ganzen Forschungspunkten anstellen soll. Ich meine, ich kann nichts mehr erforschen. So. Weg mit den Knochenköpfen. Und die Tafel. Auf dieser Tafel steht, ich wartete bis es Nacht wurde und dann stieg ich zurück in die tieferen Grüfte. Ich erreichte den Ort, an dem ich bereits gewesen war, aber dieses Mal ging ich weiter und schließlich fand ich etwas. Die Luft war ganz schwer zu atmen und selbst die Farben erschienen mir lebloser. So etwas hatte ich noch niemals erlebt. Es war, als ging ich auf das Nichts zu. Ich hielt es nicht aus, ich musste von dort entkommen. Mhm. Ja, eigentlich müsste ich die Räume von hier aus in Angriff nehmen. Wie komme ich von hier aus am besten darüber? Ich könnte hier einen... Naja, okay, ich gehe einfach außen rum. Naja, die Räume habe ich jetzt alle. So ziemlich alle. Oh ja, stimmt, ich muss noch nach oben graben.